Der FCB startete sogar in der Saison 87-88 besser. Damals, als er am Ende der besagten Saison letztmals aus der obersten Schweizer Spielklasse abstieg. Eigentlich unglaubliche Zahlen, die du hier gerade genannt hast. Oder? Beim FC Basel passt überhaupt nicht zusammen, weil Lausanne gewonnen hat, jetzt Tabellenletzte. Ganz ehrlich, nach 3 Minuten steht es 1-0. Was hast du denn gedacht? Ich habe gedacht, jetzt kommt das nächste Waterloo. Quasi, oder? Also, ich meine, sie kassieren das Goal und dann denkst du wirklich, oder befürchtest du für den FCB wie das Schlimmste. Gerade nach letzter Woche, wie du es gesehen hast, dort gegen Uschi. Und dann muss ich schon sagen, wie sich aber der FC Basel nachher gefangen hat, ist ein Lichtblick in ihrer Entwicklung. Sie sind wirklich in diesem grossen Wankdorf. Meine, die Stimmung ist gerade nach 3 Minuten schon brutal, oder? Ja. Aus Berner Sicht. Und da finde ich schon, hat Basel nachher eigentlich sehr, sehr sortiert gewirkt und sehr gut reagiert auf den Rückschlag. Ich möchte gerne unsere Runde erweitern, nämlich zusammen mit dem Jeff Baltamia. Der ist im Wankdorfstadion live vor Ort, hat das Spiel mitverfolgt. Jeff, ich erinnere mich an die letzte Woche. Nach dem Match gegen Stade Lausanne-Uschi, das war extrem aggressive Stimmung im Stadion. Das ist fast explodiert. Man hat es bis ins Studio gespürt. Wie war heute das Verhältnis zwischen der Mannschaft und den Spielern nach dem Match? Kein Vergleich mit vor einer Woche. Die Mannschaft ist gefeiert worden von den angereisten Basler Fans. Es sind ja 1500 bis etwa 2000 Basler Fans hier mit dabei gewesen, wie man gehört hat. Und die haben sie angeführt, auch nach der Niederlage. Die haben halt auch gespürt, dass das heute effektiv ein anderer Auftritt war von der Mannschaft aus Basel als noch gegen Stade Lausanne-Uschi. Und das haben sie geschätzt, das haben sie gefeiert. Die haben wirklich positive Energiewellen vermitteln. Und darum war das kein Vergleich mit letzter Woche. Und einer, der ja sehr viel Kritik musste einstecken letzte Woche, war Heiko Vogel. Es hat Pfiff gegeben nach dem Match gegen ihn. Wie hast du ihn heute während dem Spiel wahrgenommen? Ja, generell habe ich das Gefühl, er war heute recht, kann man sagen, bei sich, wenn man das so formulieren kann. Vor dem Match war er schon leicht angespannt. Man hat ihn in der Vergangenheit immer einmal gesehen, ein Witzchen machen, bevor eine Partie angefangen hat. Das ist momentan nicht angebracht. Und klar, ist da eine gewisse Anspannung um. Spannend habe ich gefunden, wo die Partie gelaufen ist. Hat er zum Teil mit Zuschauern interagiert, hat sich mit dem vierten Offiziellen zwar ein, zwei Mal angelegt, aber immer wieder freundschaftlich ist er mit ihm auseinandergegangen. Und was auffällig ist, er hat, weil er weiss, dass seine Mannschaft momentan verunsichert ist, hat er viel positive Energie auf den Platz geben. Sprich, sehr regelmäßig. Auch für einfache Aktionen ist applaudiert worden. Der Daumen ist regelmäßig aufgegangen. Da haben wir schon gemerkt, dass er natürlich seinen Jungs, die verunsichert sind, möglichst viel Vertrauen von der Seitenlinie will mitgeben. Also gemacht, was er hätte können. Und am Schluss nach der Partie hat er natürlich auch probiert, das Positive hervorzuheben, weil viel anders bleibt im Moment natürlich auch nicht übrig. Das ist ein wunderbarer Steilpass, Jeff Baltamia. Den nehme ich natürlich sehr gerne auf. Wir haben nämlich noch ein Interview gemacht. Du hast mit ihm geredet nach dem Match und da hören wir sehr gerne rein. Das ist jetzt keine große Überraschung. Ja, es hat ja eh niemand damit gerechnet, dass wir hier gewinnen. Aber ich glaube, dass die Art und Weise und der Auftritt der Mannschaft auch Mut machen, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, jetzt eine Woche lang der richtige ist. Also mit niemand hat gerechnet, meinen Sie die draußen wahrscheinlich? Oder auch, war das intern auch schon klar, dass das schwer ist momentan gegen den Meister? Intern ist was anderes. Wir gehen jedes Spiel an, um zu gewinnen. Aber wir wissen natürlich, dass wir mit IB die aktuell stärkste Mannschaft der Schweiz gegen uns haben. Ja, sie haben unglaublich viel Wucht, aber ich glaube, dass wir sie aus dem Spiel heraus wenig zur Entfaltung haben kommen lassen, ja, und zu vielen langen Bällen gezogen haben. Und das gibt dann da schon für uns auch den Push, dass das der richtige Weg ist. Wir wollen den Gegner früh unter Druck setzen, viel Ballbesitz haben und über Dominanz unsere Torchancen erarbeiten. Und das ist uns in der ersten Halbzeit, glaube ich, auch ansatzweise gelungen. Bloß haben wir im Moment das Selbstbewusstsein nicht, das Quäntchen Glück, dass so ein Ding auch mal reinfällt. Er redet von einem Leidenswerk, wo man will verloren, natürlich, oder? Da braucht es auch jemanden, der den Weg aufzeigt. Und wenn ich es interpretiere, wie Sie auch reden, von uns, wir zusammen, da ist schon die Idee, der Heiko Vogel soll mit der Mannschaft zusammen den Weg bestreiten, der jetzt in den nächsten Wochen auf die Mannschaft zukommt. Das ist die Idee. Das heisst, momentan sind Sie komplett Trainer und die Nazi-Pause ist immer der Klassiker. Dann haben wir das Gefühl, damit umtelefoniert. Momentan sind Sie an der Nazi-Pause vor allem Trainer und nicht Sportchef. Das, so ist es. Zum Schluss, es ist Tabelle. Natürlich, das ist eine Momentaufnahme, aber jetzt ist der FCB unten angekommen. Was löst das bei Ihnen persönlich auch aus, das müssen Sie anzuschauen im Moment? Kein schönes Bild, nehme ich natürlich so wahr, ist ein Bild, das ich schnellstmöglich auch ändern will. Nicht ich, sondern wir. Und wir haben jetzt in den nächsten Wochen die Möglichkeit, das auch zu machen. Aber es ist eine Momentaufnahme. Ja? Und diese Momentaufnahme ist Motivation genug, Anlass genug,
um noch mehr reinzuhauen. Danke, alles Gute dafür. Danke. Das Wort möchte ich sehr gerne aufnehmen. Es ist eine Momentaufnahme. Aber hey, die Liga, respektive die Saison, ist jetzt schon 9 Spiele alt. Im Fall des FC Basel noch ein Match weniger. Also, der Moment geht schon sehr lang. Ich habe das Gefühl, jetzt wird alles ein bisschen schön geredet. Ich glaube, es wird jetzt halt alles einfach mit dem Tiefpunkt verglichen, mit dem Uschi-Spiel. Aber wie du sagst, ich meine, jetzt bist du in der Liga seit 7 Spielen sieglos. Ich kann jetzt nicht schauen, wie sie in der Nationalliga A damals war. Aber seit der Einführung der Super League hat es das noch nie gegeben im FC Basel. Also wie du sagst, also der Moment, der wird recht dehnt. Also. Mhm. Und wenn wir über Personalien Heiko Vogel reden, du hast ja mit ihm geredet, es war relativ eindeutig, da wird kein Trainer gesucht in der nächsten Zeit. Jeff, wie tust du das beurteilen? Ist er der richtige Trainer, um jetzt den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Sagen wir so, er hat zwei grosse Vorteile, die momentan für ihn sprechen. Er kennt die Mannschaft, er hat sie zusammengestellt, er kennt die Qualitäten, die er in den Spielern sieht oder hofft, dass er die von den Spielern dann auf dem Platz zu sehen bekommt. Das ist sicher ein Vorteil, wenn jetzt jemand von außen kommt, die müssen die Mannschaft erst kennenlernen. Und wenn ich mit den Spielern rede, spürt man auch, sie haben den Heiko Vogel gern. Sie arbeiten gern mit ihm zusammen. Also die zwei Argumente hat er auf jeden Fall auf seiner Seite. Und irgendwie will er natürlich auch oder muss er jetzt auch beweisen, dass die Mannschaft mehr drauf hat, die er zusammengestellt hat, als sie zum Saisonstart gezeigt hat. Darum, ich bin überzeugt, er fokussiert sich jetzt voll auf die Trainerposition, wird er so schnell auch nicht davon abrücken. Aber natürlich verbindet er dann auch sein persönliches Schicksal jetzt ein bisschen damit, wie es im FCB in den nächsten Wochen oder Monaten wird laufen. Jetzt hast du zwei Argumente pro Heiko Vogel genannt. Gibt es denn auch Argumente gegen Heiko Vogel? Ja, natürlich. Jetzt hast du zwei Matches gehabt, ist resultatmässig nicht aufgegangen. Aber du hast, das glaube ich, darf man rausstreichen, schon verglichen mit letzten Wochen eine Entwicklung gesehen. Aber klar, die Argumente gegen ihn sind eigentlich halt, Heiko Vogel im Personalunion Sportchef Trainer hat eine Mannschaft zusammengestellt, die bis jetzt noch nicht funktioniert. Karl, wenn der Jeff sagt, man hat eine Entwicklung gesehen, wo ist die heute sichtbar gewesen im Duell gegen IB? Ich glaube wirklich in der Reaktion auf das frühe Gegengoal, wo man dann mitgespielt hat. Ich würde sogar sagen, phasenweise wirklich mehr vom Spiel gehabt als IB. Und dann dort einfach auch so ein bisschen gezeigt hat, ja, okay, da lodert noch etwas, da ist noch ein bisschen Leben rum. Aber eben, am Schluss bist du wieder torlos da, du bist punktlos da, du bist jetzt Letzte. Es ist schon extrem viel, was man jetzt verkraften muss. Aber ich bin auch ein bisschen beim Chef. Ich glaube, jetzt gerade jetzt beim Heiko Vogel, man kann ja auch nicht alle zwei Wochen wieder das Personal auswechseln. Irgendwann musst du einfach mal einfach ein bisschen arbeiten und dann etwas gedeihen lassen, sage ich jetzt mal. Und ja, es ist momentan halt einfach jetzt Geduld gefragt. Ja, und wir haben deutlich gespürt, der Sportchef Heiko Vogel, der lässt den Trainer Heiko Vogel jetzt mal in Ruhe arbeiten.